Und damit hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des Warcraft 3 Let's Plays, wo wir immer noch in der ersten Nachtelfen-Mission sind, die nicht super günstig verlaufen ist, weil wir uns etwas hart angestellt haben. Und uns jetzt hier gerade auf den zweiten Versuch hier reinmachen. Und hoffen, dass es dieses Mal besser klappt und nicht so schief geht wie beim ersten Versuch. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, dass ich nicht nur den Paladin fokusse, sondern wie ihr es schon seht, auch das andere. Und ja, diesmal klappt das Ganze wesentlich besser. Ja, hätte ich beim ersten Mal gleich so machen müssen. Und dann bin ich ruhig, weil die Story läuft. Die Untoten, verteidigt euch! Sie müssen uns von Lordaeron gefolgt sein. Elun, steh uns bei. Die Toten rücken in Wellen vor. Rasch, meine Schwestern, zurück zu den Bäumen. Einer solchen Streitmacht sind wir nicht gewachsen. Ja, glaube ich. Okay, also die Untoten überrennen hier also gerade alles. Während wir 30 Minuten für die erste Mission gebraucht haben. Kapitel 2, die Tochter des Mondes. 3 Wochen später, irgendwo im Vorgebirge des Berges Hyal. Die Untoten rücken unermüdlich an. Wir können ihnen nicht entrinnen. Ihr seht, Lord Archimond, wir müssen die Nachtelfen nicht fürchten. Die Geißel kann... Archimond... Nach 10.000 Jahren. Wie ist das möglich? Die Legion ist zurückgekehrt, um diese Welt zu verschlingen, Weib. Und diesmal wird uns euer lästiges Volk nicht aufhalten. Narren! Ihr habt sie entkommen lassen. Findet sie, verdammt. Findet und tötet sie. Der Tag, den wir lange gefürchtet haben, ist gekommen. Die brennende Legion ist zurückgekehrt. Ich muss den Fluss überqueren und die restlichen Schwestern warnen, bevor alles verloren ist. Oh, schön. Tyrande zum Nachtelfenstadt bringen. Dann machen wir doch mal kurz einen... abspeichern, obwohl es nicht notwendig ist. Bei Elun. Diese verdammten Nachtelfen können uns nicht entkommen. Lord Archimond wünscht, dass wir sie finden. Ja, so, soweit ich weiß, bin ich unsichtbar für die, wenn ich mich nicht bewege. Was ist denn, wenn ich da hinklicke? Wo will denn der da lang? Bei Elun. Nicht angreifen. Niemand darf mich sehen. So sei es. Bei Elun. Ja, ich glaube, das war's jetzt schon, weil ich bin auch direkt geslowt worden. Wie kann ich dir denn sagen, dass sie... Archimond wünscht, dass wir diesen Wald entweihen. Und das werden wir. Wie könnte ich ihr denn sagen, dass sie nicht automatisch angreifen soll? Ja, okay. Die Mission können wir neu laden. Die ist direkt schon am Anfang gescheitert. Wie ich es mir schon dachte. Ich muss ihr irgendwie sagen können. Diese verdammten Nachtelfen können uns nicht entkommen. Lord Archimond wünscht, dass wir sie finden. So sei es. Bei Elun. So sei es. Warum rennt sie denn nicht nach hier oben? Niemand darf mich sehen. Ja, hier oben war eh falsch. Ach so, mit V kann ich sie verbergen. Lord Archimond wünscht, dass wir diesen Wald entweihen. Und das werden wir. Alles klar. Das weiß ich jetzt, wie ich mich verstecken kann. Mit V.
Wie die Göttin wünscht. So sei es. So wachen will der nach. Will sie nach hier oben? Ich hab keine Ahnung. Bei Elune. Die sind aber auch selten dämlich, dass man das hier locker einsammeln kann. Unverzüglich. Bei Elune. Warte ich kurz, dass der Effekt wieder weg ist, dieser Verkrüppeln-Spell. Renn dahin. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier unten lang. Ja. Ist klar, sie hat schon den richtigen Weg eingeschlagen gehabt. Unverzüglich. Bei Elune. So sei es. Laufe ich ihn kurz nach? Unverzüglich. So sei es. Ja, wir müssen halt dauernd immer nur die Wege abpassen, dass ich genau passend bin. Und mit V kann ich dafür sorgen, dass ich das Ganze erzwinge. Oh, was hat denn hier hübsches? Ich hier irgendwas? Wie die Göttin wünscht. Anudora. So sei es. Man kann sagen, normalerweise hat so ein Vorburg immer eine Bedeutung. Und er kämpft für mich. Bei Elune. Wie die Göttin. Ja gut, das war vielleicht jetzt nicht die sinnvollste Idee. Unverzüglich. Oh, ja, er sprintet weiter weg. Klicken wir hier wieder Map-Klick. Gucken wir mal, wo sie hinrennt. Mach mich einfach genau passend wieder unsichtbar. Gibt es hier eine optionale Quest? Nein. Also ich kann direkt durchsprinten. Okay, hier geht's nicht lang. Bei Elune. Dann vermute ich mal hier durch. Oder auch nicht. Dann gehen wir hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Was werden sie angegriffen? Ja, bereits von den Untoten. Haha, ich bin zu langsam. Unverzüglich. So sei es. Komm, gib Gas. Wie die Göttin wünscht. Ja. Hier ist eine Brücke. Über die versuche ich jetzt drüber zu kommen. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Brauchst jetzt, ich werde nicht zu Tode geslowt. Nee, das passt. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Ah, jetzt haben wir eine Armee. Wie schön. Wir stehen euch zur Verfügung. Können die sich alle verstecken? Aber die können sich sogar alle verstecken, die ganze Armee. Das ist cool. Bogenschützen verfügen ebenfalls über die Fähigkeiten Schatten, klar. Wie die Göttin wünscht. Ja, hier würde ich sagen, machen wir das Dreisteste, was geht. Untoten, das ist eindeutig. Aber ich wage nicht, ihnen zu trauen. So sei es. Diese Orks scheinen einen magischen Schatz zu bewachen. Der könnte mir nützlich sein. Er mangelt Intelligenz. Aber hier ist die Frage, wie ich da hinkommen soll. Auch einfach durch die Schlacht durchrennen. So einmal kurz nach da oben klicken, ja. Wie die Göttin so. Und dann hier hin. So sei es. Hier durch. Bei Elune. Ja, okay. Und hier haben wir die nächsten Verbündeten, die wir kriegen, so wie es aussieht. Elunador, Priesterin. Seid wachsam. Die Unheilshüter befehligen Schemen, die uns auch sehen können, wenn wir mit den Schatten verschmelzen. Am besten halten wir uns von ihnen fern. Ach, hier oben sind jetzt diese Schemen. Die hier. Für Kalimdor. Das ist die Frage, ob wir die besiegen können. Unverzüglich. So sei es. Schauen. Und das sieht... Ja, wir können die besiegen. Törichte Nachtelfin. Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken. Jetzt ist die Frage, wo wir lang müssen. Unverzüglich. Aber ich vermute mal nach oben. Wie die Göttin wünscht. Uiuiui. Unverzüglich. So sei es.
Und wieder alle unsichtbar. Ja. Ich würde sagen, hier oben ist der Durchgang. Dann laufen wir mal hier lang. Wie die Göttin wünscht. Lange ist die denn geslowt da hinten? Ist ja schlimm. So, kommen wir da rein? So sei es. Wie die Göttin. Eure Schattengabe wird euch nicht vor uns verbergen. Jetzt habe ich ihn auch noch gebuggt, dass er nicht mehr weiterlaufen kann. Die hier ist immer noch geslowt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre sie noch geslowt ist. Jemand bedroht die Wildnis. Wir laufen mal los. Unsere Krieger greifen den Feind an. Hinterhalt! Lauft um euer Leben! Wir formieren uns da vorne auf der Lichtung neu! Ihr seid am Zug. Ich folge der Stimme von Elun. So, eigentlich will ich die in Ruhe lassen und einfach nur vorbeilaufen. Ja, hier ist das Tor. Fandu das Bilor. Ich nur lach, Schwestern. Ich bin es. Tirande. Bei Elun. Auf Wachtposten. Oh, hier gibt's noch einen Halbrun. Die nutzen wir noch kurz. Wie die Göttin wünscht. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Absolut. Ich gehe in Schatten. Die Zeit des Wartens. Ja, ich sprinte wie immer einfach vorbei. Wie die Göttin wünscht. Oh, noch mehr. Wie schön. Wo ist sie denn? Ich habe sie vergessen. Genial. So sei es. In Position. Jemand bedroht die Wildnis. Das ist die 1 jetzt. Göttin wünscht. Und alles, was danach fehlt, wird die 2. Obwohl, nee, bloß nicht so. Frei heraus. So, auf ihr werdet die 2 und ihr werdet die 1. Ich folge der Stimme von Elun. Das dauert das ja ewig. Frei heraus. Die Göttin ruft. Ist die Frage, ob ich das brauche. Oder ob ich hier auch einfach durchrennen kann. So sei es. Ui. Wie die Göttin wünscht. Macht schnell. Unsere Krieger greifen den Feind an. Wie hält das Tor aus? Ja, das könnte klappen. Aber es war jetzt nicht unbedingt gut, aber wir haben es geschafft. Tirande, gelobt sei Elun, ihr habt es geschafft. Die Untoten kamen wie aus heiterem Himmel und griffen unser Dorf ohne Vorwarnung an. Ich nur Daldieb, Chandris. Wir haben ein größeres Problem. Die Untoten wurden von der brennenden Legion hergeschickt. Unseren alten Feinden. Gegen diese Übermacht bleibt uns nur eines. Wir müssen die Droiden wecken. Ja, da haben wir für die zweite Folge Mission dann nur 10 Minuten gebraucht hat und halt unten links da. Kapitel 3. Stormrage. Erwachen. Am nächsten Tag am Rande des heiligen Mondmoores. Da Cenarius tot ist, liegt es an uns, die Droiden zu wecken. Wir müssen das Horn des Halbgottes von der heiligen Mondmoorinsel bergen. Nur sein Ton kann die Droiden aus ihrem Schlummer wecken. Aber Priesterin, die Orks haben eine primitive Siedlung auf der Insel errichtet. Wir müssen kämpfen und sie überwinden, wenn wir Cenarius Horn erreichen wollen. Priesterin Tirande, Elun sei Dank, wir haben euch gefunden. Die Untoten rücken auf die Grabhügel vor. Die Hügel scheinen verlassen, aber... Ein Druide schläft darin, Schwester. Furion Stormrage. Er ist der weiseste und mächtigste aller Droiden. Er muss gewarnt werden, dass die Legion zurückgekehrt ist. Dann sollten wir uns sputen, wenn die Untoten diese Höhle erobern, bevor er geweckt wurde. Lasst uns eilen, meine Schwestern. Furions Erwachen ist unsere einzige Hoffnung. Ihr habt's gehört.
sollen uns beeilen. 1, 2, 3, 4. Wir haben nicht genug Gold. Nein. Das hier ist das, wo wir hin müssen. Wie auch immer wir das schnell schaffen sollen. 4. Forschen gibt es tatsächlich auch mal was. Mit Jägerin werde ich wahrscheinlich spielen, oder? Nee, ich werde... Ach, schwierige Entscheidung. Am besten eine Mischung. Vorne Jäger, hinten Bogenschützen. Dann nehmen wir gleich noch einen Irrwisch mehr und produzieren hier auch gleich noch einen Urturm des Krieges. Was ist das denn für hübsche Viecher? Ein Land- und Lufteinheiten angreifen, okay. Die Jägerhalle haben wir. Ein Urturmbeschützer, das ist einfach nur eine Dev-Einheit. Und den Altar der Alten haben wir. Also wir bräuchten noch einen weiteren Uhrturm des Krieges, um schnelle Einheiten zu bauen. Der Rest wäre dann egal. Und dann müssen wir irgendwie da hinkommen. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen wollen. Die kann doch erkunden mit ihren Dingens da. Können wir sagen, wie ich da hinkomme? Wahrscheinlich von hier aus. Nee, von hier aus. Auch nicht. Das heißt, wir müssen den Untotenstützpunkt platt machen. Von hier aus. Auch nicht. Geht es hier einen Eingang zum Untotenstützpunkt? Auch nicht. Wie sollen wir da hinkommen? Hier euer Gebäude ist fertig. Gibt es einen Durchgang? Nee, gibt es nicht. Da gibt es nur eine Höhle. Ja, okay. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das erkunden wollen. Jetzt das Ding hochbauen. Das hier forschen. Es ist mehr Holz erforderlich. Ist eine Mission. Die Moorinsel erreichen, die Urötter töten, die Rande zum Hornende, die schlafende Vorhalle muss überleben. Stormrage muss überleben. Ja, wir haben gut zu tun. Sind das auch zweite Reihe Einheiten? Das ist alles zweite Reihe. Das hier wird erste Reihe. Was braucht da? Baum des Alters. Ja, den baue ich gerade. Wir bauen schon mal die erste Einheit. Kann ich hier schon den nächsten beschwören? Kann ich. So, wo geht's hier hinten hin? Geht's hier irgendwo hin oder ist das eine Sackgasse? Wenn es eine Sackgasse ist, brauche ich hier unten nämlich nicht mehr hingehen. Was ist eine? Kann ich Zeit sparen? Das heißt, wir müssen so oder so hier lang. Und greifen was als erstes an? Mann, ist der Vogel langsam. Göttin, erleuchte meinen Weg. Forschung abgeschlossen. Hier können wir eine Echse hinstellen. Wo ich nicht weiß, ob ich eine brauche. Ja doch, eine Echse macht Sinn. Kommst du mal mit? Du baust hier den Baum auf. So. Und Göttin, hier produzieren wir meinen Weg. Gleich einen weiteren. Irrwisch. Und wir bauen mal noch einen weiteren Mondbrunnen hier hin. Ausbau abgeschlossen. So, fertig. Forschung abgeschlossen. Jetzt noch das hier, den verbesserten Bogen erforschen. Hier gibt es nichts weiter zu erforschen dann. Dann schicken wir noch 5 Irrwische nach hier unten. Ja, müssen 5 Stück sein. 1, 2, 3. Hier. Euer Gebäude ist fertig.
5. Lokdar, Logar, für Kriegshäuptlingsrall. Und dann greifen wir hier an. Wir haben ja keine Wahl. Forschung abgeschlossen. Was? Die halten erstaunlich wenig aus. Von dieser Bombe bin ich erstaunt. Wie muss man den auswurzeln? Oder ich habe nicht kapiert, was ich da falsch gemacht habe. Du bist schon mal davon den nächsten. Während ihr dahin rennt. Und du gehst mal dahin gucken. Ob hier irgendwie ein Durchgang nach links ist, dass wir erstmal den letzten befreien können oder ob wir tatsächlich als erstes das Ork-Camp angreifen müssen. Wenn wir das zuerst angreifen müssen, dann haben wir ein klitzekleines Problemchen. Hier kommen wir überall durch. Hier ist eine Sackgasse, wo es nur zu einem Goblinladen geht. Wie schön. Euer Gebäude ist fertig. Dann gibt es hier ein Portal. Stadtportal. Nö. Ja, wir müssen wohl, wie es aussieht, die Orks angreifen. Was gibt es hier? Die Mondmoorinsel erreichen. Hm. Ich meine, theoretisch gesehen, das, was ich da gerade gesehen habe, also bis hierhin, das schaffen die ohne großartige Hilfe. Der nächste Angriff ist eh dann hier unten. Forschung abgeschlossen. Während die hier noch genau am Forschen sind. Wir brauchen noch mehr Mondbrunnen. Wie viele noch? Genau genommen 3. 1, 2, 3. Na komm, wenn du fertig bist, da dran. So. Du da dran. Und du da dran. Die hier produziert ein paar Jäger. Wie das? Euer Gebäude ist fertig. Und ja, wir hätten bei Tag hier angreifen müssen, wie ihr seht. Pff. Im Namen von Cenarius. War jetzt nicht sonderlich sinnvoll, einfach hier durchzurennen, aber okay. Kann man mal machen. Ich bin bereit. So sei es. Enduli Ressa. Göttin, erleuchte meinen Weg. Forschung abgeschlossen. Euer Gebäude ist fertig. Bei Elun. Und jetzt ist das hier unten tatsächlich der einzigste Weg. Euer Gebäude ist fertig. Tatsache. Ich bin echt gespannt, wie ich da hinkommen soll. Als erster. Du kriegst auch mal noch deinen Star hin. Zeig den Weg. Du läufst noch dahin. Du wirst die 3, du die 4. Göttin, erleuchte meinen Weg. Ich folge der Stimme von Elun. Hier können wir schon mal Go machen. Mit dem bisschen, was wir haben. Unverzüglich. Ich hoffe, was wird das für Ding? Schnürt sie alle ein, ehe sie sich neu formieren können. Ich hoffe nur nicht, dass wir echt den ganzen Stützpunkt da oben platt machen müssen, sonst haben wir so zu tun gleich. Wie die Göttin wünscht. Dass ich mir ernsthafte Sorgen mache, wie ich das schaffen soll. Erleuchte meinen Weg. Ich habe Rache geschworen. Die Göttin ruft. Obwohl das eigentlich... Die sehen so schwach aus, sind sie aber gar nicht. Wenn ich mir das hier angucke. Wir machen einfach mal Go, oder was? Stark danach aus, aber ich will kein einfaches Go machen. Nicht so ein schlechtes. Geht so oder so schief, das weiß ich. Jemand bedroht die Wildnis. Unverzüglich. So sei es. So, sie hat ihr Level ab. Hör doch mal auf, hier andauernd so euch auszutauschen. Muss ja nicht sein. Oh, da kommt der nächste Schamane. Leck mich. Okay, jetzt sammle ich einmal kurz alle woanders. Dass wir hier endlich mal Ruhe reinkriegen, weil die wollen nämlich die ganze Zeit da oben deffen und ich will das nicht. Und ich habe keine Kontrolle über die ganzen Einheiten hier. So. Jetzt.
bedroht die Wildnis. Ihr seid ich habe Rache geschworen. Die Eins mit die ihr Göttin zusammen. Luft. Ihr seid die Zwei. Mit Vergnügen. Und den Weg. Ihr auch. Fertig. Werden wir erobert? So, jetzt brauchen wir noch vier von den Kleinen. Und zwei von den Großen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Die können wir jetzt warten. Wir können es auch lassen. Ich würde sagen, wir lassen es. Wir heilen uns hier noch einmal hoch. Und dann machen wir da oben schon Go. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier durchkommen wollen dann. Es scheint ja irgendeinen Weg zu geben, der mir nicht klar ist. Ich kann mal kurz hier noch... So. Dem hier gucken, ob es hier irgendwo noch einen Durchgang gibt, der mir noch nicht schlüssig ist. Ich bin bereit. Aber ich sehe hier keinen. Ich sehe einfach nur einen Ork-Stützpunkt. Auf dem ersten. Außer hier hinten. Wo geht's hier weiter? Wie geht's da nach oben? Also sie scheinen echt hier auf Zeitdruck dann zu spielen. Urfeuerbeschützer. Nochmal ein Mana-Brunnen. Dann komme ich hier am ersten an. Nochmal so ein Teil. Ja, wir werden erstmal so weit spielen müssen. Ich bin bereit. Aber hier hinten geht's überall nicht weiter. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dann Malfurion retten soll. Also Malfurion ist noch derjenige, der sich mir noch nicht erschließt, wie ich zu ihm kommen soll. So, ihr gehört jetzt zur 1. Ihr seid am Zug. Ihr zur 2. Ich folge der Stimme. Dann fehlt nur noch der hier, die 2. So. Und dann machen wir hier mal Go. Hätten wir erobert? Hätten wir erobert? Das für den Anfang. Für die dritte Mission sowas Heftiges zu kriegen. Also ich find's heftig. Gibt es Ärger? Die Göttin ruft. Hallo? So. Wie ihr seht, ich produziere schon direkt nach. Das ist der Ruf der Natur. Damit wir hier hinterherkommen. Ich folge der Stimme von Emma. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass es hier dann doch noch irgendwie ein böses Ende gibt, produziere ich direkt nach. Und jetzt ist eigentlich das Ziel nach da oben. Wie ihr das macht, ist mir eigentlich egal. Diese Elfen sind stärker als wir dachten. Echt, die Elfen sind stärker als sie dachten. Gibt es Erde? Die Göttin macht schnell. Unverzüglich. Hallo? Man erkennt hier eindeutig, was gerade das Problem ist, was ich habe. Dass ich hier zwar noch eine Armee habe, aber die Armee nicht ein und dasselbe angreift. Im Namen von Cenarius. Jetzt können wir das da eigentlich mal noch platt hauen. Ist eigentlich was da, die schlafende Form muss überleben. Die steht nicht da, ob das einfach nur eine Zeitdruckmission ist. Oh nein. So. Brauchen wir überhaupt so viele? Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Davon brauchen wir auf jeden Fall genug. Ich folge der Stimme von Elo. Anudora. Bei Elun. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Für Kalendor. Machen wir es so. So sei es. Und als nächstes das Teil da. Und dann haben wir theoretisch nichts mehr, womit sie sich deffen können. Außer dass die halbe Stunde rum ist.
und ich den Angriff pausiere am besten. Weil direkt, ich mache jetzt noch eine Folge im Anschluss, die letzte, dann habe ich meine Aufnahme-Marathon fertig. Es ist 0.53 Uhr. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben, da gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag auch wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.